Ja, erstmal schönen Dank, dass noch so viele aushalten. Ich habe jetzt hier eigentlich müsste ich in einer Minute fertig sein. Das werde ich nicht ganz schaffen. Da habe ich ein paar zu viele Bilder mitgebracht. Ich möchte eigentlich zwei Sachen Ihnen kurz aufzeigen. Das eine ist natürlich etwas über das Unternehmen. Es wird viel geschrieben. Wir haben sehr viel Publicity, gerade so nach so einem Zeitraum Genf. Da stehen wir wieder in vielen Zeitungen. Ich möchte Ihnen das also noch mal ein bisschen erklären, was wir machen, was das für ein Unternehmen ist, was unser Produkt ist und dann natürlich die Brücke zur IT schlagen. Und Sie werden sehen, dass dann, wenn ich Greenfield sage, das noch ein bisschen mehr ist als auf einer grünen Wiese eine Fabrik bauen, was wir auch gemacht haben, aber eben sicherlich nicht mit dem Backup, was eben die großen OEMs schon haben. Als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, das war so Mitte 2009, da war das genau meine Reaktion. Wer braucht noch eine neue Automotive Company? Insbesondere in China, wo es weit über 100 Brands gibt in China. In China ist eigentlich das Thema Konsolidierung. Und die Frage ist, wer überlebt, wer wird gekauft? Irgendwann werden die Regierungen ja auch bestimmte OEMs zusammenführen. Und es gibt die großen Joint Venture, die ja die bekannten Marken darstellen. Na gut, also ich war jetzt nicht weich gekocht nach einem Jahr, aber nach einem Jahr habe ich dann doch festgestellt, als ich das so beobachtet habe, das kann ein sehr interessantes Projekt sein, weil der Ansatz anders ist und das Unternehmen sicherlich auch keine normale Company vom Ansatz ist und vom Aufbau, sondern eine andere. Der eine große Unterschied ist schon, es ist ein Joint Venture, wo der ausländische Partner kein OEM ist. Das heißt, ein reiner Finanzinvestor, zwar mit einer hohen Begeisterungsfähigkeit für den Automobilbau. Das ist ein Unternehmen, was zum großen Teil in einem Familienunternehmen ist. Und der Kopf von diesem Unternehmen, der Idan Ofer, ist ein Autofanatiker. Insofern gab es zumindest darüber eine Beziehung. Aber ansonsten ist es Geld gewesen. Und das Zweite ist ein chinesischer OEM. Chery, nicht einer der ganz großen, einer der mehr unabhängigen Automobilhersteller, aber einer, der schon seit Jahren auch im Export ist von China, aber sicherlich nicht auf dem auch Qualitätsniveau, was wir uns vorgestellt haben. Daraus ist also Corus entstanden, es ist ein 50-50 Joint Venture und wir haben diese Firma wirklich von Scratch auf, das heißt von Null an aufgebaut. Es fing wirklich ja mit zwei Personen an, die diese Idee hatten. Der eine hatte das Geld, der andere hatte die Ideen, das Know-how und auch sicherlich das Beziehungsnetzwerk. Und daraus ist dann die Automarke Corus entstanden. Eine riesen Herausforderung, sicherlich auch mit vielen Risiken, aber auch mit vielen Möglichkeiten, Opportunities. Und wir versuchen natürlich, diese Opportunities in erster Linie zu nutzen. Ja, wir sitzen in vielleicht einer der attraktivsten Metropolen zurzeit, Shanghai, Downtown. Unser Office ist quasi direkt neben dem Fernsehturm da. Insofern eine wichtige Komponente, weil wir brauchen ja auch eine gewisse Attraktivität, gute Leute zu bekommen. Und ich sage mal, ein neues Unternehmen, was keiner kennt, was noch kein Produkt hat, da muss man sich das ja schon zwei oder dreimal überlegen, ob man das Risiko dann eingeht, dort anzufangen. Wir haben ein Auto entwickelt oder entwickeln lassen in einem Ansatz, den es in China bisher so nicht gibt. China ist klassisch ein Joint-Venture-Approach oder dass viel lokalisiert wird. Es gibt die Local Players dennoch, die versuchen zum Teil international zu werden. Wir haben die klassischen großen Joint Venture, das ist, wo Volkswagen und General Motors ja auch sind, in FAW, das ist in Changchun oder in Shanghai mit der SAIC. Oder wir haben Joint Ventures wie Chery mit Jaguar Land Rover. Wir haben dann die großen lokalen Player, die Dongfeng ist der drittgrößte in China. Great Wall, Geely ist bekannt geworden, auch durch Volvo und BYD, die versuchen, sich weiterzuentwickeln, die auch so ein bisschen vom Staat aus gepusht werden. Wir haben dann
die Local Joint Ventures, die ein bisschen politisch gezwungen werden, eigene Marken zu entwickeln. China möchte unbedingt eigenes IP entwickeln, eigene Patente haben. Das heißt, dort müssen die traditionellen Joint Venture völlig neue Marken entwickeln. Und dann gibt es den anderen Ansatz, wo chinesische Unternehmen ausländische OEMs kaufen. Wir haben das mit Volvo gesehen und Geely und damals den Kauf von Rover durch die SAIC. Da gehen wir insofern einen anderen Weg. Wir sind zwar ein Unternehmen in China, wir verstehen uns aber als internationales Unternehmen. Wir wollen auch nicht in dem Sinne ein chinesisches Unternehmen werden, dass wir hier mit Great Wall oder Dongfeng konkurrieren, sondern ist ein internationales Unternehmen, welches den Sitz in China hat. Das hatte der Professor Dudenhöfer schon ausreichend erklärt. China hat natürlich, ist vielleicht das Einzelland, wo man so ein Projekt zurzeit machen kann, weil es einen sehr großen Inlandsmarkt gibt. Wir haben hier ein bisschen andere Zahlen, habe ich vorhin festgestellt. Aber so oder so, das Potenzial in China ist eben erheblich. Und wir haben eine zweite Komponente, die auch anders ist als in vielen anderen Ländern. Dieser neue chinesische Mittelstand, der ist eben nur 25 bis 34 Jahre alt. Das sind alles junge Leute, die ihr erstes Auto im Leben kaufen, die aber gut verdienen, sehr häufig verdienen sogar beide. Und das ist auch ganz klar unsere Zielgruppe. Und Sie sehen, in Deutschland ist also der durchschnittliche Neuwagenkäufer schon über 45. Um das Auto zu entwickeln, haben wir sehr viel Vorleistung, Vorarbeit gemacht. Wir haben über Tausende von Stunden in anderen Autos verbracht, haben Fahrer beobachtet, wie die fahren, was sie benutzen. Wir haben Fokusgruppen gehabt, die bestimmte Kundenideen und Kundenwünsche diskutiert haben und haben dann daraus unser Konzept und unsere Anforderungen für unser Produkt entwickelt. Wie wir da hingekommen sind, das eine ist Technik, aber in erster Linie ist es Know-how und wir brauchten natürlich die richtigen Leute. Wir haben im Unternehmen rund über 30 verschiedene Nationen. Wir haben fast jeden OEM vertreten sozusagen, also vertreten im Sinne von Mitarbeitern, die von anderen OEMs kommen, ob das Fertigung, Entwicklung oder Vertrieb ist. Die meisten der Manager sind, wie wir schön sagen, Elder Statesmen oder Senior Managers. Das heißt, die einfach nochmal eine riesen Herausforderung gesehen haben, in ein solches Projekt reinzugehen. Wissen Sie, wenn man 60 ist oder 60 wird, ist das Karriererisiko nicht mehr so im Vordergrund, sondern mehr das Thema, ist das was Neues, kann mich das richtig reizen, macht das Spaß, in so einem Projekt mitzuarbeiten. Und da haben sich erstaunlich viele gefunden und wir haben sogar sehr viele Initiativbewerbungen inzwischen, obwohl wir ja gerade jetzt erst anfangen, auf den Markt zu gehen. Das andere ist, dass das alles Manager sind, die eben internationale Erfahrung haben und für die verschiedenen Bereiche, die uns Unternehmen brauchen, eben stehen. Allen ist sicherlich gemeinsam, das sind alles, wir sagen intern, sagen wir Autoverrückte, aber die sind eben sehr passioniert, Autos zu entwickeln oder zu bauen oder zu fahren. Wir sind vom Standort, haben wir in Shanghai angefangen, im Center, haben aber von Anfang an sehr viel in Graz, mit Graz und zwar mit Magna Steyr im Engineering zusammengearbeitet. Das Auto ist also schwerpunktmäßig in Graz entwickelt worden, in Europa. Wir eröffnen gerade das Design Office in München. München, der Standort kommt einfach, weil wir den ehemaligen Design Manager von BMW, der die Miniserie entwickelt hat, bei uns haben. Und der wollte natürlich am liebsten sein Office und sein Umfeld in München weiterentwickeln. In Changshu ist ungefähr eine Stunde nördlich von Shanghai, ist das Werk entstanden. Und wir haben jetzt in Shanghai noch weitere Testcenter, gerade wird auch noch ein Trainingscenter aufgebaut, sodass es von Anfang an schon eine gewisse internationale Verknüpfung gibt. Das andere, was ganz wichtig ist, wir haben von Anfang an gesagt, wir arbeiten, wenn es geht, mit den besten internationalen Suppliern zusammen. Das heißt, alle großen Namen, die Sie kennen, die auch hier heute zum Teil vorgetragen haben, sind auch unsere Supplier.
Das Werk ist in etwas über 2 Jahren entstanden, auch wirklich auf der grünen Wiese. Und nach etwas über 2 Jahren ist das erste Auto aus dem Werk gekommen, 80 Kilometer nördlich von Shanghai, Kapazität, Anfangskapazität 150.000 Fahrzeuge. Das Werk kann ausgebaut werden auf 250 bis 350.000 Fahrzeuge. Das Produkt, da gehe ich kurz durch. Wie gesagt, wir waren viel in der Presse in der letzten Zeit. Ganz klar der Kern: Qualität, Sicherheit und auch Fahrverhalten, Fahrgefühl. Bin ganz ehrlich, da sind wir mächtig stolz drauf. Nicht nur, dass wir 5 Sterne NCAP erreicht haben. Wir waren in 2013, haben wir die besten Testergebnisse von allen getesteten Fahrzeugen gehabt. Das waren, glaube ich, 28 Fahrzeuge im letzten Jahr. Und das zweitbeste, was überhaupt jemals bei NCAP getestet wurde. Das heißt 5 Sterne, ich sage mal mit Ausrufezeichen. Wir haben, wie eben halt auch andere internationale Hersteller das machen, sehr viel getestet, bevor wir mit dem Auto rauskommen. Wir haben Wintertests gemacht, eigentlich auch in Skandinavien, bis Neuseeland, Sommertests in der ganzen Welt, von Spanien über Südafrika nach Australien und natürlich auch in China. Das Auto selber ist der Corus 3 Sedan, wie er heißt. Der wurde im letzten Jahr erstmalig in Genf vorgestellt. Den Wagen haben wir jetzt angefangen im Januar auszuliefern, zu verkaufen in China. Und eine sogenannte C-Klasse, also ein Marktsegment, was heftigst umkämpft ist. Das heißt, dort gibt es schon eine ganze Reihe von Wettbewerb. Europäisch angelehntes Design, nicht aufregend, nicht schlicht, aber sicherlich sehr gefällig, mit besten Rückmeldungen bisher, sowohl von den Dealern als auch von den Kunden. Innen sehr aufgeräumt, ein großes Display, natürlich mit allen, da komme ich nachher nochmal kurz drauf, mit allen Connectivities, die heute erwartet werden und die in China, glaube ich, noch wichtiger sind als hier, denn gerade diese Generation 25 bis 35, die sehen Sie nicht eine Minute am Tag ohne Ihr Handy in der Hand. Das, was ich hier so beobachtet habe beim Essen, dass von 20 vielleicht einer ein Handy an hat, das wäre in China genau andersrum. Da würde jetzt 2 Drittel der Mannschaft, die hier sitzt, die würden unterm Tisch SMS machen oder sonst was. Also diese ganze Ausrichtung, Connectivity, immer connected, immer mit den sozialen Medien, da ist es nicht Facebook, da ist es Baidu, ist in China noch viel ausgeprägter. Das ist das Auto, was wir jetzt in der letzten Woche in Genf vorgestellt haben. Das ist dann der Corus 3 Hatch, also ein Hatchback, der jetzt bei uns dann, der läuft schon auf der Linie, wird schon gebaut. Wir werden in den Vertrieb damit Mitte des Jahres gehen, Mai und Juni. Vertrieb ist ganz klar China. China ist der absolute Fokus, den wir zurzeit haben. Ja. So viel mal so als schnellen Überriss, was Corus vom Unternehmen, vom Produkt ist. Wir haben bei Produkten natürlich noch viel vor. Es gibt eine große Modellpalette, wie die Autos weiterentwickelt werden sollen. Wir werden natürlich auch über Hybrid werden wir auch gehen und haben auch unterschiedliche Motoren noch im Konzept. Aber das ist der Teil Produkt und Produktentwicklung und Produktstrategie. So wie das mit der Fabrik auf der grünen Wiese anfing, fing das mit der IT genauso an. Als ich Mitte 2010 bei Corus angefangen habe, gab es aber schon E-Mail immerhin. Aber das war wirklich das Einzige. Wir waren 70 Leute zu dem Zeitpunkt, Mitte 2010. Da brauchte man auch nicht mehr als E-Mail. Aber wir haben ja vor, ein komplettes Unternehmen aufzubauen. Und die müssen wir auch mit der entsprechenden IT versorgen. Das Erste, was wir gemacht haben, eine relativ einfache, aber prozessorientierte Organisation. Wir haben gesagt, wir haben eine Entwicklung, die kümmert sich um den ganzen Produktentwicklungsprozess. Dann gibt es die Fertigung, Sales, Marketing und Vertrieb und dann die Querschnittsfunktionen. Und so wie wir das Unternehmen aufgebaut haben, das heißt zuerst entwicklungsmäßig auf das Auto fokussiert, dann überlegt, wie wir es fertigen, dann wie wir es vertreiben, haben wir die Hauptkomponenten definiert für die Entwicklung des Produktes, für die Fertigung dann Produktionsplanung, Produktionssteuerung, Fertigungssteuerung, Vertrieb, Marketing und die
ganzen Querschnittsfunktionen, sodass wir dann zumindest eine Prozess- oder Modul-Landscape hatten, wo wir sagten, das sind die Kernfunktionen, die wir in dem Unternehmen brauchen, wenn wir als Ganzes Autos bauen, also entwickeln, bauen und vertreiben wollen und warten wollen. Hier gibt es natürlich in jedem Bereich Schwerpunkte, was dann Kernsysteme sind. Wir sind ja kein Großunternehmen in dem Sinne. Also inzwischen sind wir, inzwischen sind wir 2000 Leute. Aber wir haben ja in dem Bereich, in der Zeit, wo wir das aufgesetzt haben, haben wir vielleicht 100, 150 Leute und mussten sagen, wie wir das eigentlich aufbauen wollen. Und wir haben es versucht, einfacher zu halten. Wenig Zulieferer, Off-the-Shelf-Produkte, wenig Individualentwicklung für uns, Best-in-Class, was so Best-in-Class von uns zu verstehen war, das heißt auch internationale Zulieferer und auch die Anzahl der Zulieferer zu möglichst gering zu halten, weil die müssen ja alle gemanagt werden, die müssen ja alle koordiniert werden. Und so haben wir uns relativ schnell für ein paar Kernsysteme entschieden. Das eine ist, wir haben den gesamten Entwicklungsbereich, machen wir mit Dassault-Technologie. Eins der Kernkomponenten da drin und die meisten ja von Ihnen aus dem Automobilbau kommen, wissen, was das heißt, die automobile Stückliste. Das ist eine echte Herausforderung. Die OEMs haben ja über viele Jahre solche Systeme entwickelt. Sie können ein Stücklistensystem nicht aus dem Regal kaufen. Das war also sicherlich ein Kernthema. Das haben wir auf Basis des Enovia V6 gemacht. Das Zweite, was wir uns relativ schnell nach der entschieden waren, haben, wie wir die Fertigungssteuerung machen. Das ist ja der zweite Bereich, wo die meisten OEMs über viele Jahre ihre Systeme selber entwickelt haben. Und es gibt nur sehr wenig, was man auch off the shelf kaufen kann. Das System, was wir hier genommen haben, was von Arbeit Plus vertrieben wird, nicht entwickelt wurde, aber vertrieben wurde zumindest, hat sich über viele Jahre bei Daimler entwickelt. Das ist praktisch das Daimler-MES-System. Und die Arbeit Plus konnte das zum Produkt entwickeln und das haben wir eingeführt innerhalb kürzester Zeit. Und das steuert praktisch heute unsere drei Shops, Body Shop, Paint Shop und Assembly. Und das andere, wo wir nicht lange überlegen mussten, kann man nicht allzu viel falsch machen, SAP einzuführen für die Produktplanung. Für ein paar Sachen haben wir Proof of Concept gemacht, aber da haben wir gesagt, wir haben gar nicht so viel, wir haben ja nicht viel Zeit gehabt. Es ging ja alles unheimlich schnell vom Entwicklungsprozess. Wenn das Auto fertig ist, müssen Sie es bauen können und planen können. Da haben wir uns für SAP entschieden, haben auch dort die Automotive-Lösung genommen, also das APO, Advanced Planning, und haben gesagt, um diese Kernsysteme entwickeln wir dann unsere weiteren Anwendungen oder suchen weitere Systeme aus. Die Hauptchallenge in der IT sind die Schnittstellen. Wir haben ja eine einmalige Möglichkeit oder Voraussetzung gehabt, wir haben keine History, wir haben keine Legacy-Systeme gehabt. Das heißt, wir haben von vornherein versucht, eine Systemlandschaft zu schaffen, die hoch integrierbar sein kann. Ich sage nicht, dass wir mit dem schon allem fertig sind, aber ich glaube, wir haben die Basis dafür geschaffen, das zu machen. Wobei die Kernschnittstellen hier sicherlich Stückliste zur SAP-Planung, zur Produktionsplanung ist. Und Stückliste, wie ich schon sagte, ja, ist ja sehr komplex mit den ganzen Konfigurationen, Freigabemechanismen, die dahinter stecken. Haben dann aus SAP heraus die Schnittstellen sowohl zur Supply Chain, zu dem Supplier Portal, wo wir die ganzen Zulieferer einbinden gemacht und die Schnittstelle dann downstream zur Fertigung, zum MES. Und da hat uns natürlich die Entscheidung für Plus auch geholfen, weil dieses ganze Umfeld sehr eng mit SAP verbunden war und somit wir in dem Bereich eigentlich wenig Integrationsprobleme hatten. Aber Sie sehen hier schon, das ist dann eigentlich schon gar nicht mehr so aufregend. Das haben sie alle, OEMs, sie haben es komplexer, größere Systeme, aber die ganzen Kernkomponenten, die brauchen wir eben halt auch, da kommt man nicht drum herum. Sie brauchen Purchasing, sie brauchen die ganzen Entwicklungssysteme, dann Qualität, Fertigungssteuerung, Ersatzteilsystem, Warehouse Management und dann eben diese ganze Lieferantenanbindung. Was auch dazu gehörte, wir haben ja zuerst nur in einem Gebäude gearbeitet, aber das wurde dann relativ doch komplexer. Das heißt, wir haben inzwischen ein sehr umfangreiches Netzwerk
Wir sind in China sehr stark vernetzt. Wir haben 3 Hauptstandorte. Das Rechenzentrum haben wir ausgelagert. Wir haben dann die Verbindung zwischen dem Werk in Changshu und dem Shanghai Office, haben inzwischen ein Dealer-Netzwerk aufgebaut und haben entsprechende Leaseline- oder Global MPLS-Verbindungen nach Europa, wo wir mit den europäischen Partnern zusammenarbeiten. Ein Schwerpunkt, ich glaube, das ist auch teilweise schon eine spezielle Ausrichtung von Corus, ist die Kundenansprache. Wir haben für die Kundenansprache eine sogenannte Customer Journey entwickelt. Und das ist etwas, was den Kunden sozusagen vom Erstkontakt, egal wo der ist, der kann über ein Social Media sein, also was bei uns ein Facebook wäre, über irgendeine Webseite, die er aufruft oder sonst was, versuchen wir, den Kunden durch verschiedene IT-Unterstützung zu begleiten, beziehungsweise auch immer weiter an den Vertrieb letzten Endes an einen Abschluss heranzuleiten. Wir benutzen dafür verschiedene Frontend-Applikationen, wo wir auch viel auf mobilen Devices uns ausgerichtet haben mit Apps. Wir können also auf Android- oder iOS-Geräten die Autos konfigurieren. Sie können Termine beim Dealer abmachen, Testdrives vereinbaren. Der Dealer selber hat dann die ganzen Daten auch zur Verfügung, kann auch auf einem Tablet oder auf einem iPad, wenn der Kunde kommt, direkt die Testfahrt buchen. Wir fotografieren den Führerschein, er kann auf dem iPad unterschreiben, das dauert 3 Minuten und dann kriegt er seinen Schlüssel und kann seine 10 Minuten Testdrive machen. Viel länger kriegen die Autos in China normalerweise nicht. Und alle diese Systeme sind über Cloud-Services, wo wir auch mit Microsoft zusammenarbeiten, mit unseren Backend-Systemen dann verbunden. Wir bieten den Kunden eine ganze Reihe von Zusatzservices an bei der Connectivity. Auch die einfachste Ausführung des Autos hat ein großes Touch-Display, hat die Basis-Telematik-Funktionen drin und eine Reihe von Services, wo der Fahrer sehen kann, wann er zum nächsten Mal zum Service muss, wie lange die Warranty noch läuft. Er kann direkt Appointments abmachen mit dem Dealer. Er sieht, wo der nächste Dealer ist, ob der Dealer frei ist. Und was auch eine ganz interessante, gerade für Shanghai auch eine interessante Applikation ist, Navigation natürlich mit Routeneingabe. Aber der Fahrer kriegt ein Signal, wenn auf dieser Route inzwischen ein Stau ist, dass er früher losfahren muss. Also er hat einen Plan gemacht, wo er um 14 Uhr losfährt, weil er eine Stunde braucht. Wenn aber da ein Stau ist, dann kriegt er unter Umständen schon eine halbe Stunde vorher eine SMS, die ihm sagt, auf der geplanten Route ist zurzeit eine Verkehrsbehinderung und er muss vorher losfahren. Die Vertriebssysteme haben wir so aufgebaut, dass wir klassisch eine Art Dreiteilung haben. Wir haben die Corporate-Systeme, das sind die Headquarter-Systeme, wo SAP läuft, wo wir die Stücklisten oder die ganzen Engineering-Daten haben und das Quality-System. Da wir ja in Zukunft auch exportieren, also in anderen Ländern vertreiben, haben wir eine Ebene eingezogen, die sich Importer-Ebene oder National Sales Companies, NSCs, machen, wo dann mehr die OEM-orientierten Systeme sind, Warranty, CRM-Systeme und DCS. DCS ist dann die Dealer-Collaboration direkt zwischen dem Dealer und dem OEM. Und die Spare-Part-Systeme, die dann in allen Ländern ja angeboten werden. Und wir haben die direkte lokale Ausrichtung, wo wir einmal für den Dealer ein Portal anbieten, wo er auf alle Applikationen, die wir anbieten, mit einem Single Sign-On zugreifen kann. Wir haben ein DMS-System, das ist das Incadea MyEngine, was wir dort eingeführt haben. Es gibt ja nicht so sehr viele DMS-Systeme, das haben wir in China eingeführt, wo der Dealer dann sowohl am PC, am Tablet oder übers Web zugreifen kann. Für den Kunden gibt es dann die Kommunikation über die Webseiten oder auch über seine mobilen Devices, wo wir teilweise dann die Corus Cloud mitnutzen. Ja, so sehen viele chinesische Dealer aus, bisschen zerklüftet.
an jeder Ecke sieht er eigentlich anders aus, auch wenn er versucht, die gleiche Marke zu verkaufen. Und Sie sehen hier so ein paar Namen, BYD, das hatten wir gerade, Build Your Dream, für die, die es nicht wissen, was das heißt. BYD heißt also Build Your Dream, Ihr Traumauto. Und wir haben die Chorus-Dealer, die sehen anders aus. Jeder Dealer hat eine genaue Vorgabe, wie er den Shop aufbauen muss. Jede Schraube ist vorgegeben. Wir haben ein ganz starkes Corporate Identity in dem Bereich. Sie sehen sehr viel Licht, sehr hell alles, sehr aufgeräumt. Einige Dealer bauen große Monitore ein mit 3D-Brillen, wo die Autos konfiguriert werden. Andere haben regelrechte Vergnügungsräume noch für manche Kunden eingerichtet. Also der Dealer hat da selber auch sehr viel eingebracht, aber der Aufbau, wie das Ganze konzipiert ist, wie der Kunde auch durch einen Dealershop bis hinten, wenn man da durchgeht, zum Servicebereich kommt, das ist alles vorgegeben und die sehen in ganz China dann gleich aus. Wir bauen in diesem Jahr rund 100 Händler auf. Wir haben jetzt so 25 bis 30 Händler aktiv. Wir verkaufen den Chorus 3 seit Anfang des Jahres und wir gehen Schritt für Schritt durchs Land. Sie wissen, China ist sehr groß, Sie können da locker 5 Stunden über China fliegen. Erstaunlicherweise in einer gleichen Zeitzone. Aber das ist, wenn Sie 5 Stunden Flugzeit auf Europa mal ausrechnen, dann ich weiß gar nicht, ob man von Hammerfest bis Rom überhaupt 5 Stunden fliegt. Jedenfalls ist es sehr groß und diese Dealer werden auch sehr viel im Inland, in den sogenannten Second-Tier-Städten aufgebaut, weil dort wir auch glauben, besonders Chancen zu haben. Da sind nämlich die Absätze der teuren ausländischen Marken nicht so hoch und unser Wagen ist in der Regel gleiche Ausstattung, gleiche Qualität, 15 bis 20% unter dem Wettbewerber. Ja, wie gesagt, bis Ende des Jahres, wir haben 140 Anmeldungen für Dealer, 100 wollen wir bis Ende des Jahres gelauncht haben und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe, das war ein gewisser Einblick. Wie gesagt, es gibt viel von unserer Zeit in den News. Vieles stimmt, vieles ist, ich sag mal, Quatsch, was auch drinsteht, es wird viel spekuliert. Wir haben einen ziemlich genauen Plan, was wir machen, was wir machen wollen. Wir werden auch nach Europa kommen, wir werden auch nach Deutschland kommen. Das ist bestimmt eine der Fragen, bin ich mir sicher. Das werden wir definitiv machen. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir werden jetzt das erst einmal voll in China umsetzen. Wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen, wir haben jetzt viel Geld ausgegeben in den letzten Jahren. Und werden jetzt erstmal in China machen. Die Voraussetzungen in China sind gut, das haben wir heute gesehen. Der Markt ist groß, das Wachstum auch für die nächsten Jahre ist in China auf jeden Fall gegeben. Sodass ich glaube, dass die Chancen auf einer gesunden Plattform heraus dann in den Export zu gehen für uns ganz gut sind. Schönen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gottke. Ich habe ein paar Fragen hier bekommen. Gestatten Sie mir, dass ich das auf eine verdichte und den Rest gerne ins Get-Together verlage, weil das sind dann sehr IT-Detailfragen teilweise. Aber eine spannende Frage ist natürlich, auf die Sie nicht unbedingt vielleicht eine Antwort haben oder haben wollen. Wann erreichen Sie die Gewinnschwelle? Bei wie vielen Autos möchte der Herr Stotz hier, Andreas Stotz hier von Lufthansa Systems wissen? Genauso auch wie der Herr Steffen Ehl bei Avaya. Was macht Sie 15 bis 20% günstiger als der Wettbewerb? Vielleicht eine kurze Antwort auf beide Fragen. Vielleicht ist es auch noch keine Antwort oder das große Geschäftsgeheimnis, aber ich wollte Sie trotzdem adressiert haben. Das Finanzielle, das würde ich meinen Shareholdern überlassen, das zu beantworten. Automotive ist eine Langfristinvestition. Da kriegen Sie nicht innerhalb von 1-2 Jahren Ihr Geld wieder, was Sie investiert haben, das ist klar. Und so ein Automobilunternehmen und gerade der Aufbau einer Marke, das läuft über Jahre. Und ich glaube sogar, dass der Aufbau der Marke wesentlich größere Herausforderungen darstellt, als ein gutes Auto zu bauen. Ein gutes Auto zu bauen ist auch wichtig, ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt es schaffen, eine Marke aufzubauen. Aber ein Branding zu machen in der heutigen Welt, das ist sicherlich die Hauptherausforderung. Was war im Prinzip die, was macht sie günstiger? Ja. Und
Ja, was uns günstiger macht, also das ist sicherlich der Greenfield-Ansatz. Ne? Wir haben keine Legacy, wir haben keine Historie, die wir mitschleppen müssen. Wir mussten ja beim Aufbau sowohl des Produktes als auch des Unternehmens auf nichts Rücksicht nehmen. Und wir sind auch in der Entscheidung, wie wir operativ arbeiten, völlig frei gewesen. Auch unser chinesischer Shareholder, der ja Automobil-OEM ist, hat null Einfluss auf unser operatives Geschäft. Und da kann man schon von vornherein einige Dinge günstiger machen. Prima. Dann sage ich herzlichen Dank an Sie für den faszinierenden Einblick in IT bei Coros.